Der müsste hier genau mit drin sein. Also kommt er da auch wieder rein. Und ein Longsword. Endlich mal eine gescheite Waffe für ihn. Ja, das war's dann hier drin. Und mit dem Ding gehe ich mal wieder nach oben. Hier fehlt der blaue Stein. Bone Dagger. Für eine Assassin gar nicht mal so schlecht. So, wenn wir hier oben sind, noch mal kurz ein Autosave machen, weil wir ja das Gebiet da jetzt hinter uns gelassen haben. So, und bei der Gelegenheit, hier haben wir abgeschlossen, jetzt fehlt nur noch hier. Du trägst den Federfallhut. Protection, Stärke, Shock Resist. Was bringt deiner? Protection, Energy, Willpower. Der hier bringt Dexterity und 2 Protection. Da setzt du mal die Krone auf. Und wirkt mal Federfall auf uns. Oh, hi, Schnecken. Schnecken sind jetzt nicht so schlimm. Vor allem Schnecken geben Essen. Wenn wir Glück haben. Jo, ein Stückchen Schnecke. Für dich. Das war Ademana. Verschwendung oder Energieverschwendung. Au, dich trifft das ja ziemlich hart. Gerade. So. Weg mit dir. Hier ist Gras auf dem Boden. Und hier unten höre ich immer wieder so komische Geräusche. Und Federfall ist abgelaufen. Hättest du die Güte zu sterben? So, danke. Du bewachst nämlich den Teleporter, sehe ich gerade. So, hier unten ist ansonsten leider nichts mehr. Die Notengem nicht stören, nicht mit mir nehmen. Alles Klärchen. So, einmal Heilzauber. Und jetzt muss ich wieder in die Spinnenhöhle. Ich dachte, hier liegt was. Okay, das ist eine weiträumige Spinnenhöhle. Tethered Cloak. Eine Notiz.
Die lese ich gleich. Leinklopf brauche ich nicht. Aber gut, die Seite scheint sicher zu sein. Okay. Wo ist er? Ich habe das Erz im Teleporterraum versteckt, wie du gesagt hast. Es ist ein sehr trickreicher Raum. Jedes Mal, wenn man rausteleportiert wird, gehen die geheimen Wände wieder zu. Das sollte jeden davon abhalten, uns im Kenwell Command zu erreichen. Wo hinterlegst du das zweite Erz? Wir sollten auch den roten Stein verstecken. Er regelt viel zu viele Sektionen unter uns. Leider müssen wir dafür sorgen, dass es nicht mitgenommen wird. Wir können mehrere auf demselben Weg transportieren wie die Amnetist. Twitter. Ja, Amnetists habe ich ja in irgendeinem Sack rumliegen. Nein, das sind Emeralds. Au. Das heißt, ich bräuchte eigentlich den roten Gem. Au. Jetzt bräuchte ich erstmal wieder Heilung und Licht. Ah, Gott, ey. Da höre ich Spinnen. Da sehe ich Spinnen. Das ist nicht gut. Ja, komm her, du kleiner Bastard. Ach, Menno, der hat jetzt kein XP gegeben. Ah, verdammte Mistviecher. Das Gemeine ist, hier könnten überall noch geheime Schalter sein. Eigentlich sollte ich ihr die Alchemie überlassen, weil... Ja, sie hat fast nichts im Inventar und er übernimmt dann das Bonecraften. Wir müssen dringend noch einen Sack finden. So. Ja. Gut, da ist Sackgasse gewesen, das heißt, wir können nur hier weiter. Ich höre schon wieder viel zu viel Gespinne. Und wieder ein Level-Up für die Feuermagierin. Habe ich überhaupt... Wie sieht's hier aus? Eismagie kann ich alle, da kann ich auch alle, also würde ich sagen. Ein auf Stuff Defense. Und den Rest auf Feuermagie. Hm, ja. Bei Stuff Defense haben sie echt nützlich gemacht in dem Teil. Da ist ja ein Sack. Oh, sogar mit Essen.
Einem Schlüssel. Du musst mal ausmisten. Am besten misten wir dann aus, wenn wir. So. Dann kriegst du noch die Flasche. Am besten misten wir dann mal aus, wenn wir wieder an einem der Haupträume sind. Also da an der Treppe. So, ich bin erstmal in Sicherheit, wollte ich sagen. Ja, jetzt kann ich mich nicht mehr weiter bewegen. Ah. Jetzt schon. So, Tarion kriegt ein Level. Mehr Air Magic für einen Spell oder mehr davon für. Mehr Air Magic. Habe ich hier zufällig ein Spell? Nein, ich habe noch fast gar keine Air Magic Spells. Ja, und Earth Magic. Müsste ich mal 2 Stufen wenigstens rein investieren, dass ich. Poison Arrow klingt nämlich nicht schlecht. Magic Armor. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Also wenigstens auf 10 bringen, dass ich Magic Armor habe. Oh, sie hat kein Mana mehr. Das ist dann wieder weniger gut. Ach, da ist was aufgegangen. Und ja, man merkt, er macht jetzt ziemlich viel Schaden. Ein bisschen sollten wir noch durchhalten können, so. Oh, noch ein Sack. Poison Cloud. Die Geräusche behagen mir nicht. Also ja, das ist was zu essen. Das ist eine Notiz. Notizen sollte ich auch irgendwann mal aussortieren. Die ganzen Notizen hier. Oder auch nicht. Erde, Stufe 1. So, Poison Cloud. Ist eigentlich ganz okay, der Zauberspruch. Das kann erstmal zu ihr hier. Das könnten wir zum Beispiel aussortieren. Brauchen wir nämlich nicht unbedingt noch. Genauso wenig wie die ganzen Sachen, die ich jetzt hier in den Sack reinpacke. Oh, den da hingegen würde ich gern aufheben. Wenn der 8F Earth Magic hat, ist das nämlich gar nicht so verkehrt. Also ja, die beiden Säcke hier können erstmal weg. Im unteren ist mein ganzes Essen drin. Und hier ist noch jede Menge Zeug, was weg kann. Die Sling und das Ding hebe ich mal auf. Und ja, ich bin mir bewusst, ich bin im Spinnengebiet und sortiere gerade in meinen Taschen rum. So. Aber in der Zeit regeneriert sich auch der ihr Mana. Und ich höre gerade. Absolut nichts, wollte ich sagen.
Weil die Spinnen mal wieder am Lauern sind. Ja.